Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von NFS Heat. Und meine Mütze ist grün. Kauft euch die neue K-Star-Mütze. Doppelseitig bedruckt. Einmal oben, einmal unten mit KS. Herzlich willkommen. In der letzten Folge ist ja so ein bisschen das ganze Zeugs abgestürzt. Das habe ich jetzt geschafft zu verhindern. Ja. Und wir wollten uns ja noch hier unser schnieke Auto abholen. Das machen wir jetzt. Genau. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Mal schauen. Unbequem. Ich habe im Stream Super Mario 3 Plus Bowser's Fury ist ja mein Dings kaputt gegangen. Hier, mein Stuhl. Und jetzt habe ich hier so einen Billo-Stuhl. Doch, das ist ein Auto. Das kann man mal fahren. So sehe ich nicht aus, aber okay. Ja, ist ganz okay, ja. Nette Karre. Okay, diesmal ist unser Klient ein League-Mitglied. Was bedeutet, er erwartet nur das Beste. Und genau das musst du zeigen, wenn wir eine Chance haben wollen, seinen Wagen aufzuspüren. Also, wir wissen, wo der DB5 gestohlen wurde. Und ich habe einen Kontakt... Ja, warten wir hier ganz kurz. Kontakt beim Sicherheitsdienst, der für die Gebäude da unten verantwortlich ist. Er hat die Überwachungsaufnahmen mehrerer Kameras für uns versteckt. Du musst sie einfach nur abholen. Oh, und unser Freund will sicher gehen, dass ich jemand Fähigen darauf angesetzt habe. Biete ihm also eine kleine Show. Wie kann ich mein Auto wieder ändern? Ist ja noch eins? Ja. Ja, aber ich will ein anderes... Was? Wie? Was brauche ich hier? Achso, ja, natürlich bin ich jetzt schlechter mit so einem Billo-Auto. Das kann ja gar nichts. Ja gut. Ich fände es gut, ein anderes Auto. Ja, teleportiere mich mal dahin. Wir haben ja jetzt diese Schnellreise, die ich entdeckt habe. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich gut sitze. Das ist so ungewohnt. Normalerweise sitze ich hier, wenn ich aufnehme, immer hier ganz links. Jetzt muss ich eben extremst weit mittig hier sitzen und es fühlt sich voll komisch an. Ich habe auch den Greenscreen nochmal neu skaliert. Also auch wenn ich jetzt aus dem Bild rausgehe, es sollte kein größeres Problem mehr geben. Es sollte auch nichts mehr auftauchen. Das Einzige ist halt noch, wenn ich winke oder so, dass dann meine Hand ein bisschen... Aber das ist alles. Das ist okay. Wir suchen mal die Garage auf. In manchen Nächten läuft's eben. In anderen eher nicht. Ja, wow. Ich weiß, wir halten die Füße still, aber du hast jetzt Zugang zu neuen Teilen. Wenn du was willst, kann ich es herbringen lassen. Das ist neu. Das auch. Nee, das nicht, aber das ist neu. Warte, ich will meinen super Ultra Lamborghini. Der war mal rot. Genau. Lamborghini in rot geht gar nicht. Das ist eigentlich nur Ferrari. Und? Was gibt's hier so? Ja. Ach, das da? Ja, nee. Ich bleib bei meinem Neongrün. Das ist alles, was es neu gibt? Okay, dann hat sich das gar nicht gelohnt. Dann machen wir mal einen Sprung. Hier hin. Denn da unten, hier, geht es weiter. Kampagnenmission. Und ich schätze, das sollten wir einfach mal machen. Genau. Ich bin motiviert diesmal sogar wirklich. Trotzdem muss ich die ganze Zeit auf die Aufnahme gucken. Wie das letzte Mal, jetzt habe ich auf Minecraft geklickt. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht irgendwann mal wieder Minecraft Let's Play machen will, irgendeine Map, die wir spielen können, aber ich finde zurzeit nichts Gutes. Ich gucke immer wieder, ob ich irgendwie was finde, aber irgendwie zurzeit gibt es irgendwie nichts, was gedrückt, was gut Minecraft zu tun hat. Wo ist eigentlich der Ton hin? Also ich habe keine gute Minecraft-Map gefunden, die wir auf die Dauer spielen können. Ich hätte theoretisch was, aber ich habe ganz viele Spiele. Ihr habt keinen Ton, ich auch nicht. Jetzt hat sich Minecraft geöffnet. So, okay, weg, komm. So, und zwar ganz viele Five Nights Spiele, also Five Nights at Wario's 1 bis 4,
Wie heißt das andere Gedöns? Final Nights. Eben ganz, ganz viele verschiedene FNAF, also nicht FNAF, FNAF Fangames. Die, der Typ, der mein Werbevideo gemacht hat, ihr wisst schon, der Tom, mit mir machen würde. Genau. Das aber erst nach den Sommerferien. Let's go. Mission. Okay, es ist eine Mission. So wie eigentlich alles in dem Spiel. 10.000 Euro Gras, Leute. Als wenn man das auf Ultra hat, sieht das Gras natürlich besser aus. Was willst du denn hier? Deine Hilfe. Hey, halt mich aus deinem Scheiß raus. Sämtliche Cops der Stadt suchen nach euch. Ja, weil wir sie nämlich auffliegen lassen können. Wir haben einen Laptop voller Beweise, die Mercer das Genick brechen werden. Er ist nur leider passwortgeschützt. Ist das alles? Sekunde. Ich hab dir eine Datei geschickt. Halt dein Smartphone an den Laptop, dann sollte er in ein paar Minuten entsperrt sein. Das war alles? Danke. Sorgt einfach dafür, dass es klappt. Wenn diese Cops auffliegen, tut ihr uns allen einen Gefallen. Und jetzt verschwinde. Fetten Lamborghini, ey. Der vorne sieht so komisch aus mit diesem schwarzen Blech da. Wie sieht's aus? Ich schick dir eine Software, die den Laptop freischaltet. Halt einfach dein Smartphone daneben, dann müsste der Rest automatisch gehen. Okay, geht klar. Ich bin unterwegs zu dir. Sollte bald da sein. Bist auf laut. Hier passiert was. Sieht gut aus. Ich muss jetzt allen Ernstes von da unten komplett nach da oben durchfahren. Kann man das nicht irgendwie... Ich hasse es. Und wir sind drin. Ich kann ja ein paar Ordner sehen. Ja! Du bist ein Genie! Naja, sagen wir, ich kenne ein Genie. Jetzt müssen wir nur die richtigen Dateien finden und sie der Presse als Beweise liefern. Die Reporter werden diese Story lieben. Moment mal, was ist das? Hier läuft ein Programm namens PD Hardware Tracker. Ist das eins von dein? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Achtung an alle Einheiten. 315. Sie haben den Standort der Verdächtigen im Fall des Angriffs auf Lieutenant Mercer. Begeben Sie sich unverzüglich in den nördlichen Teil von Cloudbank. Hört ihr das? Sie orten den Laptop. Oh, wir müssen weg. Lass ihn hier. Nein, Planänderung. Wir fahren mit dem Laptop los und melden der Presse die Dateien von unterwegs. Triff dich bei der alten Mall mit uns. Super! Ich hab einen Timer! Verdächtiges Fahrzeug ist ein roter Porsche, unterwegs in südlicher Richtung von Cloudbank nach... Ich hab keinen Porsche, also von dem her mir egal. Ich häng mich dran. Alles klar, ich nehm die Verfolgung auf. Fahr doch! Ich hab begrenzte Zeit! Boah, jetzt wird's knapp, jetzt wird's spannend, Leute. Schaffen wir das oder nicht? Schreibt's gerne in die Kommentare. Dass Leute spielen fair? Wir bleiben in der Nähe der Mall. Du musst dich beeilen. Ich geb das so gut. Wir sind gleich da. Okay, ich versuche hier zu tippen. Oh Gott. Du musst verhindern, dass uns diese Cops an der Straße rammen. Mach ich. Lucas, wie sieht's aus? Die E-Mail-Adresse des Senders habe ich. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dateien, die Mercer belasten. Beeil dich! Ja, fahr halt zu, du bist ein Porsche! Uhu, ich hab's! Akten über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, nein. Bußgelder und alles mit Mercers Namen drauf. Schicken! Ich häng den ganzen Ordner an. Auf dich wartet eine kalte, dunkle Zelle. Keine Sorge, der Wagen kann einiges ab. Lucas lässt noch den Laptop fallen. Wie sieht's aus? Der Upload läuft. Achte auf die Straße. Hä? Was hab ich denn falsch gemacht? Ach, Mann. Der Timer. Ich soll alle Cops in diese 2 Minuten kaputt hauen. Ich bin schon wieder... Du musst verhindern, dass uns diese Cops von der Straße rammen. Nee. Lucas, wie sieht's aus?
Adresse des Senders habe ich. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dateien, die Mercer belasten. Beeil dich! Ja, wartet doch! Oben rechts, Leute, seht ihr, wie viel Prozent die noch haben. Ich hab's! Akten über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mercers Namen drauf. Schicken! Ich häng den ganzen Ordner an. Er fährt allerdings weiter. Sie sind wohl sauer auf uns. Nee, echt. Und nähern uns Blackwood Heights. Okay, QSL 42. Nein! Ich kann das nicht! Acht auf die Straße! Aber die Zitterung geraubt. Uns geht's gut! Die müssen sich schon mehr anstrengen! Das ist ein Porsche! Langsam wird's eng. 61? Okay. Bam! Ups. Wenn der Laptop Schaden nimmt, dann... Ich hab den Wagen einen kleinen Rentner verpasst. Ja, ist so. Nee. 4220, haben Sie ein Update für mich? Wie lange kann so ein Upload denn dauern? Das Signal ist schwach, okay? Ja, im Auto. Kein Grund zur Panik. Der Wagen ist noch lang nicht am Ende. Doch. Sind bei 99%. 42, 22, wo sind Sie gerade? Ich höre hier irgendein Klappern. Richtung durch Port Callahan. Na, das kann doch nicht wahr sein. Lucas. Oh, immer noch bei 99%. Das ist unmöglich. Mein Lenkrad zittert wie verrückt. Ist gut. Ich habe ein kaputt gemachtes Auto. Jetzt ist doch gut. Fahren jetzt Richtung Norden und nähern uns dem Kraftwerk. Nein. Das ist unmöglich. Wieso dauert das? Das sieht nicht gut aus. Oh, Nachricht verschickt. Das war's. Gut, werd den Laptop los, damit sie uns nicht mehr orten können. Boah, ist das anstrengend. Bring uns nach Hause. Die Grafik ist so schlecht, es tut mir leid. Aber auf Ultra schafft es mein Aufnahmeprogramm nicht. Muahaha, wir haben es geschafft. Ich hoffe, das war gut. Unsere heutige Top-Story. Eine Schande für die Polizei. Hochrangiger Beamter auf der Flucht. Lieutenant Frank Mercer, Leiter der stark umstrittenen High-Speed-Task-Force, ist nach seiner Suspendierung infolge von Korruptionsvorwürfen verschwunden. Diese erfolgte aufgrund brisanter Dokumente, die dem WFFL-News-Team exklusiv zugespielt wurden. Obwohl die Polizei nicht näher auf die Vorwürfe eingehen wollte, beziehen sich die bereits genannten Dokumente offensichtlich auf Erpressung und Diebstahl in der Street-Racing-Szene, gegen die Mercer eigentlich vorgehen sollte. Das Department erklärte lediglich: Lieutenant Mercer weiß von seiner Suspendierung und wir legen ihm dringend nahe, uns bei den Ermittlungen zu unterstützen. Und außerdem? Okay, auf jeden Fall, ja, wir haben... Ich glaube, es war gut, was wir gemacht haben. Wie es aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Das ist das, was mir jetzt eigentlich am meisten Angst macht. Dass Mercer irgendwo da draußen frei rumläuft. Als Polizist. Ja? Der hat eine Waffe. Der hat ein starkes Polizeiauto. Wir haben ja gesehen, wie viele Schläge so ein Lamborghini gebraucht hat, bis der kaputt ist. Wann ist Lamborghinis, gegen die wir gefahren sind? Auf jeden Fall extrem schnelle High-Speed-Autos.
Und ich weiß nicht, ob das so ganz gut werden könnte. Ich gucke einfach mal auf der Karte, was es so Neues gibt. Mal gucken. Da gibt's was. Hier. Und zwar. Wer bist du? Racing Story. Hier ist auch Story. Wieso ist hier das? Also der hier sagt Reb 30 und der sagt gar nichts. Also müssten wir das hier machen als nächstes. Und das da unten. Und da haben wir noch Raziel oder wie der heißt. Glaube ich zumindest. Okay, das heißt, das nächste, was wir machen müssten, wäre das hier. Ja, dann fahren wir einfach mal drauf los und ja. Mal gucken, was uns da so erwartet. Und dann Reb Level 30. Die nächste Folge, die ich aufwerte, wird nicht vor Januar 2037 kommen, weil ich bis dahin erstmal leveln muss. Mit 1000er IQ. Wo ich denn da? Ja, da. Dann beam ich mich dahin. Zack und ah. Magie! ja. Nochmal zurück zu den Games, die ich angekündigt habe. Es wird alles nach den Sommerferien Ich habe gute stattfinden. und schlechte Nachrichten. Die gute ist, die Leak hasst uns nicht mehr. Und die schlechte? Niemand weiß, wo Mercer ist. Klar, er ist sein Job los. Aber er hat noch die Autos. Wir dürfen nicht zulassen, dass er mit ihnen abhaut. Hier kann er mit ihnen nichts mehr anfangen. Er müsste sie schon aus der Stadt schaffen. Ich habe auf dem Laptop ein paar Speditionsrechnungen gesehen. Es ist nicht viel, aber ich hab's rumerzählt. Sobald einer dieser Trucks auftaucht, erfahren wir davon. Und jetzt? Motz dein Wagen so weit wie möglich auf. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn brauchen. Ah, Rebstufe 30 ist hey, nicht so viel. Dex hier. Ich weiß, du hast vermutlich gerade andere Dinge im Kopf, aber wenn du eine Abwechslung brauchst, ich teste im Moment mögliche Strecken für den nächsten Showdown. Triff dich in Downtown mit mir. Dann reden wir darüber. Okay? Ist das gut, dass ich hier rübergefahren bin? Nee, weil da sein Polizeiauto. Wir fahren wieder zurück. Sicher ist sicher. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Der Wagen hier. Immer wenn man Nitro so früh macht, dann hebt der Wagen ab. Ich hätte doch darüber gemusst. Von mir aus nehmen wir halt die Brücke. Hauptsache, wir sind nicht. Wir kommen genau daraus, wo die Polizei schon auf uns wartet. Was ist, wenn es Mercer ist? Der wird unseren Lamborghini hier nicht erkennen. Wir fahren ganz normal. Wir sind ein ganz normales Auto. Wir biegen ab. Wie ein ganz normales Auto. Und fahren da hoch. Wie ein ganz normales Auto. Und geben Vollgas! Wie ein nicht normales Auto! Und fliegen über die Brücke? Nein? Okay, gut. Da müssen wir hin. Da ist er. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist, aber. Der meint, da gibt's Rennen. Das machen wir. Noch in der Folge. Es ist eine Mission. Ach komm, Hey, längere Folge danke fürs heute. Kommen. Dex ist das. Ach, das ist der. Gleich nach rechts. Super. Ich plane ein paar neue Strecken für den nächsten Showdown und brauche zuverlässige Racer, die sie testen. Hi. Zuverlässig? Ich bin geschmeichelt. Das letzte Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, war nicht heute. Also doch heute, also die letzten zwei Aufnahmen waren heute, also die, wo ich den Lamborghini hab und so. Die Aufnahmen sind vom 15.02. Die Aufnahmen von davor sind die letzte, die ich gemacht habe, vom 1.01.2020. Glaub ich. Also es ist Ewigkeiten her, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe. 2 Monate. Es ist echt schade, ihn in dieser Werkstatt versauern zu sehen. Er ist ein guter Mechaniker. Na dann, hilf mir die Strecken zu testen und ich schicke ihm ein High-End-Fahrwerkskit, das er in deinen Wagen einbauen kann. Ja. Mann! Oh.
Entschuldigung. Wollte ich wirklich nicht. Aber das ist extrem schwer, langsam zu fahren. Beziehungsweise ihm noch hinterher zu kommen. Und gleichzeitig wissen, wo er hingeht. Jetzt nach rechts. Das ist eine klare Anweisung. Doch, das war's mit der Lackierung. Ja! Fahr mal schneller! Bieg hier rechts ab. Hier? Gut. Der ist mir reingefahren. Ruft Mercer an, der soll den verhaften. Nein, Vorsicht. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Schaden macht. Okay, dachte ich mir, dass das wieder so eine Übergangsszene ist. Dann testen wir doch einfach mal seine Strecke und bewerten die. Von 1 bis 10 Sternen, Leute. Ihr könnt alle mal selber bewerten, ob die Strecke gut ist oder nicht. Ja? Ja, ich habe einen Lamborghini, das ist wunderschön. Ja, fotografiert mir, ja, das ist so. So ein Foto und so ein Foto. Ja, genau, perfekt. Oh ja, jetzt geht's ab. Ich werde jetzt auch extremst auf die Strecke achten und die dann bewerten. Halt dich nicht zurück. Reiz die Strecke voll aus. Okay. Zufrieden? Oh Gott sei Dank, das scharfe Kurve. Boah, ist das ein Betrug gewesen. Okay, das scheinen gute Fahrer zu sein. KSOM 915 liegt zurück, meine sehr verehrten Rennsportfans. Wir fahren nach rechts. Und da geben wir Gas. KSOM versucht, Effie zu überholen. Überholt Effie und Spencer zusammen und muss abbremsen, weil eine Kurve kommt. Spencer liegt vorne. Mit circa 8-9 Metern. Doch KSOM 0915 rast an ihm vorbei. Keine Ahnung was. Oh, KSOM hat ein Nitro. Ob das erlaubt ist, wissen wir noch nicht so ganz. Aber er gibt Gas, überholt Effie. Und Spencer wird auch überholt. Da kommt wieder eine scharfe Kurve, was KSOM meistens zurückwirft. Er wird wieder überholt von Spencer. Gib Gas! Los! KSOM sieht verzweifelt aus. Gib doch Gas! Wird er es schaffen zu gewinnen? Nein, ich habe nicht an meinem Wagen gearbeitet. Weiß nicht, was du meinst. Der fährt doch nicht schnell. Wir haben 300 km/h. Jetzt ist der Nitro richtig schlecht gewesen in der Kurve. Aber super. Das hat uns den ewigsten Vorsprung gegeben. Ja, alles gut. Welche Runde sind wir? 2 von 3. Ja, das ist mir klar. Du willst mich ja, ich schau mir das schöne Wasser hier mal an, hier, während ihr da hinten euch rangelt. KSOM liegt weit vorne. Circa 700 Meter. Weiter steigend. Wird er das Rennen für sich entscheiden oder noch einen schwerwiegenden Fehler machen? Wir wissen es nicht, meine lieben Rennsportfans. Ich muss jetzt unten rechts um Breaking News einblenden. Soll ich das machen? Ich überlege gerade. Nee, das passt nirgendwo hin. In jeder Ecke. Ich werde es trotzdem. Wenn es irgendwo hinpasst, werde ich Breaking News hier einblenden. Okay. KSOM ist auf einer langen Gerade. Er gibt Gas. Meine lieben Rennsportfans, was meinen Sie, was wird seine neue Höchst-Top-Geschwindigkeit? Oh ja. Das sieht sehr gut aus. Mit 250 km/h rast er über den Asphalt. Er ist kurz davor abzuheben. Er fliegt förmlich. 280, 290. KSOM 0915 erreicht die 300. Und muss in eine starke Kurve rein. Hält er aber ganz gut. Mit 160 in die Kurve. So mache ich das auch immer auf der Autobahn. Effie und Spencer streiten sich jeweils um den zweiten und dritten Platz. Wie es aussieht, wird Sparky nicht mehr viel einholen. Er liegt sehr weit zurück. Wir hoffen doch trotzdem, dass er noch irgendwie was schafft und nicht letzter wird. KSOM ist laut Streckenansicht letzter. Doch er ist erster und überholt nun den achten Platz Sparky. Okay, Sparky wird nichts mehr schaffen. Sable liegt auch relativ weit hinten. Wird irgendeiner KSOM noch den Sieg wegschnappen? Oder wird KSOM mit erfolgsvollem Grinsen ins Ziel rattern?
K-Storm gewinnt! Hey! Ich wusste, auf dich ist Verlass. Gut gemacht. Du bist bereit für eine schwierigere Strecke. Das war eine schöne Strecke. Von der Bewertung her. Ja, also. Sie ist nicht ganz so easy. Aber für das Geld gibt es auch mal einen extra Stern. Sagen wir 7 bis 8 von 10. Also ich bin von der Strecke echt gut überzeugt. Vor allen Dingen, weil es diese extremst lange Gerade gibt da. Boah, und ich fahre das gleich nochmal. Wartet mal, Schuss, wie lange geht die Folge? Leute, wir übertreiben es heute mit der Folge. Heute geht's richtig ab. Wir fahren nochmal dasselbe Rennen. Also vergesst nicht, eure Bewertung unten in die Kommentare zu schreiben, bitte. Ja? Ich will wissen, was ihr der Strecke gebt. Ich finde die Strecke mega, mega gut. Ich hoffe, es steht auch was in den Kommentaren. Nachher sitze ich da so. Kommentare lesen. 10.000 neue Kommentare. Ja, im Durchschnitt. Die Strecke war ganz okay. Ich bin ein Mensch, ich lese sehr gerne. Also wenn ihr Kommentare schreibt, ich werde auf jeden Kommentar antworten, wenn ich kann. Und ich werde auch jeden Kommentar selbstverständlich lesen. So, diesmal machen wir keinen schwerwiegenden Fehler, der uns groß zurückwirft. Und diesmal ist auch der Moderator weg, weil das Rennen diesmal schon gelaufen ist. Der Moderator ist wieder da. Och nee, der schon wieder. Der Moderator war kurz auf Toilette und ist jetzt wieder da. Sehr schön. So, meine lieben Rennsportfans, der K-Storm 915 ist schon wieder hier am Start. Das ist ja wohl unglaublich, was der hier für Leistung erzielt. Mit seinem ultra getunten Lamborghini. Da fährt er. Er fliegt über die Straße. Fertig. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich bin jetzt mal wieder weg und lass die Fahrer einfach mal ihr Rennen beenden. Dankeschön. Endlich ist er weg. Nein, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit. Das nennt man Just Gag. Oh Gott. Okay, jetzt aber komm. Und dann sparen wir unsere Nitro auf für einmal hier voll durchziehen. Ich will wissen, ob wir eine neue Höchstgeschwindigkeit schaffen. Aber das ist ja so eine schöne gerade Strecke hier. Okay, hier ist eine Kurve, aber es ist nicht groß. Oder? Nitro, komm schon. Jetzt oder nie? Oh mein Gott. 331 km/h. Das ist das. Das schnellste, was geht, sind 380 in dem Spiel. Es geht nicht höher. Ich finde das krank. Stell euch vor, ihr fahrt mit fast 400 km/h über die Autobahn. Einfach stell euch das einfach mal vor. Nee. Was? Ach, das war über mir. Ich könnte das nicht. Ich hätte da im echten Leben so Angst. Ich mag es, schnell zu fahren. 200, 250 sind okay. Aber nicht schneller. Das ist ja grauenvoll. Und dann gibt es noch andere Menschen in meinem Leben, die sagen, wer 150 fährt, der fährt viel zu schnell. Ja, jeder Körper hat auch einen anderen Rhythmus, klar. Manche sind halt darauf aufgelegt, Adrenalin, Achterbahn und so Zeugs, und andere fahren halt lieber zum 10. Mal Boot. Oder fahren nicht mal Boot, fahren Zug, weil ihnen beim Bootfahren schlecht wird. Mir wird sehr wenig schlecht. Das Einzige, wo mir mal schlecht geworden ist, war bei einem VR-Spiel. Weil es einfach grauenvoll ist. Das ist echt schlimm gewesen. Aber sonst, also Achterbahnen sind okay. Bootfahren sowieso. Ich bin ja begeisterter Gummi-Luftschlauch-Bootfahrer. Immer wenn wir in Italien sind. Wenn wir dieses Jahr noch nach Italien gehen, ja, dann wird es auf jeden Fall ganz, ganz viele Videos auf dem Wasser geben. Einfach weil ich das immer so genial finde. Wenn man so draußen im Wasser ist, und es ist so ruhig, wenn man weiter draußen ist. Man hört dann nur so das Wasser und das ist das Wichtige. Das ist so wie hier. Okay, nein, so wie da. Da drüben ist die Sonne zu hell, da sieht man das nicht. Haben wir jemanden überholt? Oh! Bru ist ziemlich schlecht diesmal. Und Spencer ist nicht dabei. Aber Gunnar denkt, er wird noch was reißen mit 2 Kilometer Abstand zu uns. Was? Oh. Wieso habe ich einen starken Schaden? Den habe ich so oder so, aber warum ist mein Auto jetzt kaputt? Schau ich mal an, meine Heckklappe fliegt gleich weg. Nein. Wir wollen den 3. Platz. Gott. Und ich muss ganz schnell in die Garage. Mein Auto ist ja komplett tot. Ich weiß nicht, ob das jetzt komfortabel ist oder so.
Ein kaputtes Auto ist nie schön, ja? Wie viel gibt uns das? 30.000, gell? Hier werden wir reich. Also Leute, wenn ihr reich werden wollt, fahrt einfach Rennen am Tag. Und wenn ihr Erfahrung wollt, in der Nacht. Bitte fahrt niemals Rennen auf der öffentlichen Straße. Ich kann mein Auto hier wechseln? Ja, aber... Nee. Ich muss zu einer Tanke. Achso. Ich stehe da unten. Und zwar ganz, ganz dringend. Ah, ich muss... Ja, ich sehe, dass mein Auto kaputt ist. Das arme Teil. Oh mein Gott, wir fahren auf der Gegenfahrbahn. Vollste Konzentration. Das interessiert die Polizei nicht, dass ich auf der Gegenfahrbahn fahre? Wir gehen zurück zum halt. Wir machen das ganz einfach. Wir nehmen das erstbeste Versteck, was wir finden. Benutzen die Schnellreise. Ich muss jetzt ganz kurz gucken, wie lange die Aufnahme geht. Nicht, dass das. 31 Minuten. Hat der gerade. Greenscreen? Dr. Green. Wieso bin ich denn so dunkel dargestellt? Ganz kurz. Ich stelle das noch ein. Ich mache Farbkorrektur. Den Gamma-Wert etwas höher. Der Kontrast kann ein Stück runter. Und die Helligkeit. Das ist ja schlimm. Und jetzt sehe ich so bleich aus. Oh, mit so einem Filter rumzuarbeiten ist so schwer. Der macht uns nicht bleich. Das ist die Helligkeit. Also wir nehmen Helligkeit raus, packen Gamma-Wert rein, dann wirkt das Ganze realistischer. Von mir aus. Okay. Into the Garage. Ja. Und dann haben wir jetzt auch schon kurz vor 8. Hey, komm rein, komm rein. Die Bude macht nicht viel her. Ist aber sicher. Hat der Typ nicht gemeint? Er schickt uns so ein richtig tolles hier ein Fahrwerk. So ein richtig tolles Racing-Fahrwerk. Nein. Da sind wir schon Elite. Hui, 7-Gang-Getriebe. Ist das viel? Also, es wäre natürlich besser, 2 Gänge und dann von 0 auf 100. Aber ich glaube, mehr Gänge sind einfach, dass man kontrollierter fährt. Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Seht ihr das? Das sind 94.000! Wo kommt die denn her? Also, klar, ich kümmere mich jetzt erstmal hier so Turbo und gucken. Doppelter Turbolader. Ja, der kostet 30.000. Ja, nö. Den 4 Kilo Tank haben wir schon. So, ein Fahrwerk haben wir schon, das ist super. Bei den Bremsen brauchen wir... Was ist denn das? Reifen haben wir, die Drag-Reifen. Die Kupplung, bin ich der Meinung, geht noch hoch. Okay, ja, von mir aus. Wenn uns das schneller macht, warum auch nicht. Und ein Differentialgetriebe. Ich glaube, da sind wir auch schon ganz gut ausgestattet. Ja, dann wechsle ich kurz den Wagen. Wagen tauschen heißt das Ganze. Und wechseln zu unserem... Chevrolet, ist das der? Nee, der Grand 17. Doch, der da? Ah, genau, den haben wir ja bekommen. Oder, ich weiß es gar nicht. Genau, das ist das hier, ihr seht ja, das ist das Offroad Racing Car von mir. Und das ist ein Chevrolet, den ich fürs Driften ausgelegt habe. Beziehungsweise noch fürs Driften weiter auslegen möchte. Deswegen auch das ganze Geld. So, natürlich erstmal Motor. Für 21.000. Gut, jetzt aber erstmal Reifen. Reifen sind das Wichtigste. Da gehen wir hinter zu Super und dann zu Showcase, gar? Ja.
Ja. Die machen uns aber wieder schlechter. Warum? Ja, aber ich... Ja, genau, ich brauch... Hier, Driftreifen, habe ich das hier nicht? Doch, hier, Drift. Boah, das macht uns aber extrem schnell, das ist mir egal. Wir brauchen irgendein Auto, mit dem wir richtig gut driften können. Bremsen hole ich mir auch mal die guten. Und da muss ich jetzt gucken, dass ich unser Dings erhöhe. Hier, Fahrwerk. Drifting-Fahrwerk. Road Racing. Drift. Ja, aber es muss ja auch auf der... Ja, okay. Halt, da geht's ja noch weiter. Hier sind noch Superteile. Speedcross. Nee, dann nehmen wir dann... Nee, hier, Showcase. Nee, wir gehen voll aufs Driften. Drifting. Genau. Nitro ist natürlich sehr wichtig. Und natürlich sofort den 4-Kilo-Tank rein. Der überteuert ist wie Hölle. ein Turbolader kostet zu teuer. Der Auspuff packt uns nochmal 18 hoch. Und mit 500 sind wir echt schlecht ausgestattet. Aber das Auto sieht ganz cool aus. Geh mal in die Optik, was können wir denn hier alles? Sieht halt schon... Das ist halt schon ein Monster, dieses Ding, so wie das aussieht. Nee, das... Änderung verwerfen. Also ich hasse es, dass dieses blöde... Getönte... Oh, das sieht ganz cool aus. Aber das ist so... Die Reifen sind auch episch. Was steht da? Heat. Jetzt kommen wieder diese langen Dinger da, ja. Nee, aber ich würde das so lassen. Das hat schon so seine Richtigkeit, dass das da ist. Der Diffuser. Das ist ein Corvette. Das ist ein Chevrolet Corvette. Von mir aus. Nee, ich will Text. KS. Okay, Storm. Apropos, wenn ihr mich noch nicht kennt und ein bisschen mehr von dem ganzen Content sehen wollt. Ding Dong. Kannst wieder gehen. Ja, ciao. Tschüss. Ihr könnt mich gerne liken und abonnieren, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und das sieht. Ja? Oh, da brauchen wir so 10 Kilometer. Nein, das bleibt so, der sieht sehr schön aus. So. Soundsystem passt, das ist jetzt... Soundsysteme sind jetzt erstmal irrelevant. Aber da... Halt, ich war noch nicht hier unten. Hui! Also, das Auto können wir auch schon ganz schön auftunen. Und? Ja, ist das okay? Was ist das hier? Spoilerlippe? Nee, das passt so. Vorne. Scheinwerfer. Gibt's so in anderen Farben. Und der Frontkotflügel. Ja, das ist halt schon. Wir können Dach drauf machen. Ach nee, das will doch kein Mensch. Also wir werden dieses Ding wahrscheinlich, also ich werde dieses Ding wahrscheinlich noch wie Hölle aufmotzen. Nitro, da hätte ich gern Nitro in Grau. Lila-weiße Pulsierung. Ja, nee, da wäre mir, also... da wäre mir Grau lieber. Jingle Bells, Hupe, Stars? Ja! Das sind diese schiefen Reifen. Wer macht das denn? Also wir machen... Klar ist der Wagen. Ein Wagen muss tief liegen, wenn er cool aussehen soll. Auspuffsand. Ah ja. Achso.
So klingt der Motor schon viel besser. Okay, ihr seht jetzt schon, ich habe extremst viele Wagen. Insgesamt 6 Stück. 5 habe ich halt zum Wechseln. Und ja, ich werde jetzt mal bis REP Level 30 sammeln müssen, bis es weitergeht. Und nach 40 Minuten sollte ich dann das Video auch mal beenden. Aber es gab sehr viel heute. Ich glaube, das ist eine der contentreichsten Folgen von Need for Speed Heat, die wir je hatten. Ja. Deshalb verabschiede ich mich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und ciao. Ich sollte auch auf Video beenden drücken. Ja? Sehr professionell. Oh, diese Animation. Egal. Das war's mit dem Video. Bis dann, Leute. Und ciao. Tschüssi.